ja blöd, wir sind immer mehr. Das scheint eine Vorsperrung zu sein. So, jetzt müssen gleich ein paar Leute kommen. Jetzt Notification. Vorsperrung, da habe ich jetzt aber nicht so Lust drauf. Ja, weil die Minutenanzahl wird immer höher. So, die ersten zwei sind schon mal da. Hallihallo, meine Lieben. Ich hoffe, euch geht es gut. Wir sind on Tour und haben gerade herausgefunden, dass wir gleich ordentlich Stau haben werden. Leider. Leider. So klar, ne? Vorhin 4 Stunden oder so fahre ich. Alles gut, kein Stau. PPOV ans Lenkrad, Stau. Was soll man dazu sagen? Ist doch echt nicht in Ordnung. Shit happens. Ja, shit happens. Definitiv, definitiv. Aber wie geht es euch? Eine 1 in den Chat, wenn es euch gut geht. Eine 2 in den Chat, wenn euch nicht gut geht. Ist ganz lustig. Wir sind jetzt ja mal relativ alleine noch hier. Schön entspannt, kleine private Gruppe. Ihr habt bestimmt den Streamtitel gelesen und klickt deswegen auf diesen Livestream. Ja, ob ich euch dazu überhaupt was sage? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ein bisschen schon. Ein bisschen was? Ja, da müssen wir noch warten. Müssen wir mehr. Oh, jetzt auf einmal sind wir 25. Das ist doch schon mal schön. Servus, servus, servus. Was macht ihr alle Schöne? Schönes. Wir haben schon abgeholt, mein Lieber. Zwei neue Autos und zweimal was Italienisches, ne? Bella Italia. Ich wette mit euch, diese beiden Autos habt ihr nicht erwartet. Oder? Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Das sind ja Twins. Ja genau, wir haben zweimal das gleiche Auto geholt. Das muss man mal kurz sagen nebenbei, damit wir uns nicht streiten, wer fahren darf. Haben wir uns zweimal das gleiche Auto geholt. Dauert noch ein bisschen, bis ihr dazu ein Video sehen werdet. Ich schätze mal so 2 Wochen etwa. Kannst du Ben grüßen? Hallo Ben. Warum fährst du nicht Truck? Weil ich bin vorhin 4,5 Stunden gefahren und jetzt muss ich hier erstmal Pause machen. Und ja, deswegen ist jetzt Mr. PPOV wieder am Steuer. Ich ärgere mich ja gerade über eine A-Klasse, die auf der LKW-Spur mit 60 fährt. Hup die an! Hup! Ja, wirklich. Ja. Hab gerade in einem Spiel ein Subaru WRX ST gekauft. Das ist doch sehr cool. Cooles Auto. Cooles Auto. Aber ja, wie gesagt, 2 neue Italiener kommen zu uns. Also sind schon in Hug the Truck hinter uns, da hinter der Wand. Aber mehr können wir noch nicht sagen. Oh, Mr. Dietz ist auch da. Hallo, Mr. Dietz. Wir sagen euch nicht, was es ist. Es ist, wir sagen nur Italienisch. Und schwarz. Ja, ja, definitiv. Ja. Sehr, sehr cool. Hier schreibt jemand, ich wette Ultimate und Technica. Wer weiß. Wer weiß. Thema Lambo machen wir bald ein großes Update, meine Lieben. Sehr, 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 sehr bald. Aber jetzt genießen wir gerade erstmal auf ganz gemütlich unsere wunderschöne Hug the Truck Tour, die bald nicht mehr so wunderschön ist, da wir bald Stau haben werden. Ist echt nicht so geil. 24 Minuten Stau aktuell. Ja, eben hat er schon 31 angezeigt. Also es wird im Moment wieder besser. Okay. Es könnte sein, dass es einen Unfall gegeben hat und kurzfristig eine Sperrung. Mhm. Und die löst sich jetzt vielleicht langsam. Okay, das wäre gut. 16 Kilometer haben wir noch bis dahin. Da kann ich noch ein bisschen was tun. 4 Räder. Das sind jeweils 2 Autos, wie gesagt. Und wir haben uns auch beide das exakt gleiche Auto geholt. Ja. Muss man sagen. Weil er ist aber schicker. Es geht gar nicht, weil die genau gleich sind. Ach man. Die sind 1:1 gleich. Deswegen 812 Superfast und Pista passt nicht ganz, weil das ist zweimal, es müsste ja rein theoretisch ein doppelter 812 sein. Theoretisch gesehen. Ob es das ist, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Hey, hey, ihr hübschen Servus, Bavarian Bionic, wie geht es dir? Wo seid ihr? Wo sind wir? Irgendwo in Deutschland auf einer verregneten Autobahn in der Nähe von? Wir sind 100 Kilometer vor Leipzig auf der A9. 100 Kilometer vor Leipzig auf der A9. Für alle, die es wissen wollen. Also nördlich von Leipzig. Ja. Wir haben zweimal die gleichen Autos. Wir beide fanden das Auto so cool. Konnten uns deswegen nicht entscheiden. So, wir sind wieder da, hoffe ich. Es tut mir leid, deutsche Autobahn und Verbindung ist echt nicht so das Beste. Muss man mal kurz gesagt haben. Trucker-Treffen mit Hug the Truck, was sagst du? Ja, wäre ja mal witzig, ne? Wäre eigentlich echt mal lustig, aber dann kriegen wir bestimmt von diesen ganzen Scania-Fahrern auf die Fresse.
die ihre ganzen Skynets bis zum Gehen nicht gar nicht. Die Fahrer sind untereinander total kumpelmäßig. Kennst du ja noch nicht alles. Aber du, ne? Ja, ich bin. 10 Tage Führerschein. Ja. 2x gefahren. Ja. Wobei ich sagen muss, gut gefahren. Dankeschön. Das habt ihr alle gehört, hoffe ich. Ja, aber wo waren wir jetzt in der Nähe? Wir sind kurz vor Leipzig. Ungefähr 100 Kilometer vor Leipzig, nördlich von Leipzig. Ja. Bob fragt, wart ihr in Berlin, Hamburg oder Hannover? Wir werden euch nicht sagen, wo wir waren. Das wird zu viel, ja, eventuell verraten. Deswegen sagen wir nichts, deswegen haben wir auch nicht gepostet, wo wir unterwegs sind, gar nichts. Sagen wir mal so, wir haben jetzt 2 Tage im LKW gelebt gefühlt. Bis auf die Nacht im Hotel. Ja, bis auf die Nacht im Hotel. Das haben wir auch nur gemacht, weil wenn man im LKW schläft und PPOV schnarcht so laut, beschweren sich immer die ganzen anderen LKW-Fahrer. Das sagt ja der Richtige. Vinceman14, ich bin krank, dann gute Besserung, mein Lieber. Ich hoffe mal kein Corona, weil aktuell bekommt man immer eher wieder mit, dass mehrere Leute Covid kriegen. Ganz komisches Zeug, ich sag's euch. Bob, darauf kann ich dir leider nichts sagen, tut mir leid. Tut mir leid. Mission Saturn Crew, ganz genau. Mission nicht Mission Impossible, Mission The Saturn Crew. Habt ihr ein Perfi-Nachfolger geholt? Leider nein, das können wir schon mal sagen. Perfi-Nachfolger ist es leider nicht. Da muss man noch gucken, ist der perfekt. Wann sagt ihr, welches Auto es ist? Ich schätze mal so 2 Wochen, ne? Wahrscheinlich. Irgendwie ja. So um den Dreh 2 Wochen. Da werden wir die beiden präsentieren. Ja, definitiv. Was ist euer Ziel? Unser Ziel ist Cave. Back to the Cave. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig. Kommt ein Perfi-Ersatz? Müssen wir mal gucken, wenn mal der richtige Perfi aufpoppt, dann könnte ich es mir schon vorstellen. Ich bin so hyped, das ist schön. Dann sei mal gehyped. Wir sind auch gehyped, ne? Ihr werdet echt nicht glauben, was es ist. Ihr könnt euch wirklich darauf freuen. Übrigens, heute um 17 Uhr, ne, wird ein neues Video kommen. Cave Delivery. Das schnellste, was wir jemals in der Cave hatten. Kann man so sagen. Würde ich mal behaupten. Deswegen 17 Uhr solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Was macht ihr eigentlich gerade alle? Seid ihr in der Schule, seid ihr in der Arbeit, Studium, vielleicht Rentner, Privatier, Immobilienmakler? Irgendwie sowas, was macht ihr? Oder was noch so? LKW-Fahrer. Was los? Ja, beim letzten Mal hatten wir noch ein paar LKW-Fahrer dabei. Wie viel PS haben die Autos zusammen, sagen wir euch nicht. Das wird auch wieder sehr viel weggeben. Hab Schulfall, sehr schön. Komm von der Berufsschule, bin am Arbeiten, heute frei, lerne Physik, bald Klausur, viel Erfolg. Ich bin am Lernen, Bavarian Bionic, schreibe Rentner. Na? Sehr schön. So, auf dem Beifahrer sitze ich auch manchmal Rentner. Das heißt über 350 km/h, oder? Das werde ich euch nicht sagen. Bin im Physikunterricht, das finde ich gut. Aber muss schon ein bisschen auf Schule aufachten. Dann bist du noch so wie Alex. Richtig, das will man nicht. Ah, Alexander greift, das klingt doch gut. Hoffen wir, da kommt mal jemand. Ja, falls ihr mal einen BMW braucht, vor allem M4, M3, gibt es gerade sehr verrückte Farben bei For Sale. Welche Autos kommen, mach mal bitte keine unnötige Spannung hier. Denn wenn du es als unnötige Spannung siehst, musst du dir das ja nicht angucken. Ich werde hier jetzt nichts sagen, nur ein bisschen Ärger. Wisst ihr, wir müssen ja auch mal ein bisschen Spaß haben. Bisschen Trigger. Bisschen triggern dürfen wir auch definitiv, ja. Oh, komm, ich kann euch mal so mal hier, können wir mal ein bisschen rausgucken, meine Lieben. Ah, oh, sehr schön. So, jetzt habt ihr ein bisschen Point of View, Hack the Truck Fahrt hier. Könnt ihr mal fragen, was wollt ihr so wissen? Bavarian Bionic, das hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr, sehr viel Spaß. Oh, PPOV ist Repsen. Was los? Bist du nicht so zufrieden mit dem
ich bin nicht zufrieden mit dem, was auf uns zukommt davon. Ich glaube, das ist hier abfahren müssen. Ja, das hat er mir angezeigt, aber ich vertritt und sage, wir machen das anders. Okay. Sind die Kameras besser als Spiegel? Anders, muss man sagen. Ich glaube, sobald man sich daran gewöhnt hat, sind die schon besser als normale Spiegel. Du kannst sie halt besser einstellen und so weiter und so fort. Also ist schon alles ganz cool. Updates zu euren bestellten Porsches müssen eigentlich bald mal ein Porsche-Update-Video drehen. Haben wir doch angekündigt. Das machen wir aber erst im Anschluss nach unserem Porsche-Termin Ende März. Ja, also Ende März könnt ihr da was sehen auf jeden Fall. Meinung zum BMW M5 CS, cool, aber viel zu teuer. Moin allerseits, moin. Ja, haben wir. Einfach weil wir die Autos privat nutzen und nicht unbedingt Social Media. Es muss ja nicht immer alles hier Social Media mäßig gepostet werden. Was ist das für ein LKW-Modell? Ein 1851 Actros Gigaspace. 1851 LS, ja. 1851 LS. Mercedes-Benz natürlich, ne? Scania haben wir leider nicht. Weil alle sagen ja irgendwie, man Scania ist so cool. Wir sind ja nun mal eng mit Mercedes verbunden. Richtig. Ja, das schöne Stern. Holt ihr einen zweiten Hack? Nicht geplant. Bringt nichts. Aber so langsam wird das Wetter immerhin wieder ein bisschen besser. Wir kommen auch richtig zurück. Ja. Zum Glück, ja. Was sagt der Stau? 31 Minuten. Oh, da muss ich gleich noch mal ein bisschen schlafen, Chat. Wenn Stau ist, mache ich meine Augen zu. Jetzt darf ich meine Augen zumachen, auf dem Essen sind, dass du deine Äuglein zwischendurch auch leicht geschlossen. Zum Blinzeln. Ja. Wann kommt ein Aventador? Der Nachfolger? Da stand nur, wann kommt ein Aventador. Aber wir wollen erstmal gucken, wie der Nachfolger wird. Ja. Da hat jetzt ja diese geleakten Renders gesehen, die überall rumgegangen sind auf Instaminster. Die sahen schon sehr cool aus, finde ich, sehr vielversprechend. Hack braucht noch einen schwarzen Innenraum, wäre sehr cool, ja. Wäre sehr, 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 sehr cool. Falls ihr da jemanden kennt oder einen guten Kontakt habt, sagt gerne mal Bescheid. Bei mir scheinen Sonne und Auto im Service sehr gut. Obwohl nicht sehr gut für dich, Bavarian Burning. Habt ihr vor, ein Plate mal zu fahren? Ja, da kommt bald mehr zu. Meinung zum Bugatti Divo. Divo? Divo. Für mich gibt es nur einen. Q-Sport. Ja. Aber Divo ist schon cool, aber ich finde den komplett überteuert für was es ist. Würde ich mal behaupten. Viel zu hell hier. So. Eben wolltest du Sonne, jetzt hast du Sonne auch nicht richtig. Ich habe mich gefreut für dich. Ich bin ein Regenmensch. Oh, warum ist das denn jetzt alles komplett rot da auf dem Navi? Och nee. Weil wir jetzt auf Stau fahren. Ah, ich mache euch mal locker, dann könnt ihr mitleiden. Dann kommt mal wieder was mit Moji oder Daniel sehr bald. So, wir stehen jetzt im Stau. Gut. Ja. 8,9 Kilometer. 8,9 Kilometer Stau jetzt. Och man. Was sollen wir machen, Chat? Was sollen wir da machen? Das ist ein Unfall. Ja, wer baut auch jetzt um die Uhrzeit einen Unfall? Frechheit. Habt ihr jetzt eigentlich nochmal mit JP connected? Nee. Jetzt kann schlafen. Ja, komm noch. Ach, das ist jetzt echt doof. Vor allem als LKW hast du ja auch keine Wahl. Du musst einfach hier rumstehen. Das ist so doof. Als Autofahrer hast du im Moment auch keine Wagenstrecke, ist einfach gesperrt. Aber was macht der denn? Wer denn? Da ein LKW, da ist er einfach durchgefahren. Kacke, ist da. Ehrlich gelesen. Was auch?